28. Spieltag. Zu Gast heute in der Gießerei Arena die Mannschaft vom SC Staaken. Beide Mannschaften hat man heute angemerkt, dass sie jeden Punkt brauchen, um gegen den Abstieg anzukämpfen. Endstand 1:1 und ich sage mal umkämpftes Spiel. Paulo hat in der 70. Minute das erste Mal aus dem Spiel heraus aufs Tor geschossen, hat mit dem Elfmeter das 1:1 machen können. Staaken mehrere Großchancen ausgelassen und ich freue mich jetzt schon auf die Stimmen der Trainer. Ich begrüße ganz herzlich den SC Staaken Jeffrey Seitz und für den Torhüter FC Greif Ekrem Asma und würde sagen, dass der Gästetrainer beginnt. Bitte schön. Ja, erstmal hallo in die kleine Runde. Hallo. Insgesamt denke ich, können wir zufrieden sein hier heute mit dem Auftritt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir sind früh in Führung gegangen, was für uns sehr, sehr wichtig war. Haben es dann aber leider nicht ganz geschafft nach der Führung. Weiter Druck oder Selbstvertrauen hochzuhalten. Wir sind dann relativ früh dann nach der Führung immer wieder unter Druck geraten, wobei der Gegner sich in dieser Phase keine großartigen Torchancen herausgespielt hat. Ja, der Gegner hat zweimal wieder Druck gemacht und hat auch zu diesem Zeitpunkt auch mehr das Mittelfeld kontrolliert, zwei Kämpfe für sich gewonnen und hatte dadurch dann ein leichtes Übergewicht. Wir haben dann in der Halbzeit etwas umgestellt und zwei Wechsel vorgenommen, haben uns dann vorgenommen, kompakter zu sein, aggressiver zu sein, was das Zweikampfverhalten im Mittelfeld angeht. Ich denke, die zweite Halbzeit war sehr, sehr ordentlich von uns. Wir haben das Mittelfeld kontrolliert, haben die zweiten Bälle für uns gewonnen, die Zweikämpfe gewonnen. Haben uns sehr viele Tormöglichkeiten herausgespielt, haben auch in der zweiten Halbzeit, denke ich, wenig zugelassen. Wie gesagt, in der 70. Minute eine gute Tormöglichkeit für Torgelo durch einen eigenen Fehler von uns im Spielaufbau nach vorne. Ansonsten haben wir defensiv relativ gut gestanden, wenig zugelassen und wie gesagt, für ein Auswärtsspiel viele Tormöglichkeiten herausgespielt. Vielleicht mit einem kleinen Quäntchen Glück macht man hier das 2:1 und geht dann auch für mich als verdient der Sieger vom Platz. Sollte nicht so sein, denke ich. Gut, wenn man auswärts dann nicht gewinnt, dann sollte man auch nicht verlieren. Das haben wir getan. Ich denke, der Punkt wird für uns wichtig sein und wir nehmen ihn mit. Vielen Dank. Dankeschön, Jeffrey Seitz. Hören wir mal, was der Torwarttrainer zu sagen hat. Bitte, Ecker. Also, auch erstmal hallo für ihn. Und ich denke, wir haben für eine Heimmannschaft heute viel zu wenig gemacht, weil von den kämpferischen her waren wir schon gut. Sieht man auch in vielen gelben Karten oder an Zweikämpfen. Aber auch von Gegner auch. Das war taktisch auch geprägtes Spiel heute, denke ich, weil es geht im Abstiegskampf vor. Das ist normal. Wir wussten, dass wir vor dem Spiel 5 Punkte Abstand haben zum Gegner. Und haben erste Halbzeit, wollten eigentlich kontrolliert noch offensiv so spielen nach vorne. Aber wir haben die zweite Minute, wenn man mit 1:0 Rückstand im Spiel beginnt, sozusagen. Dann ist man schon ein bisschen demoralisiert, aber wir haben das sich viele Spiele hier auch umgekippt. Heute war es leider nicht so, wir haben nur unentschieden erreicht. Ich denke, dass wir nach der zweiten Minute das bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit waren, haben auch dominiert, auch versucht zu spielen, aber haben gesagt, also für Heimmannschaft haben wir wenig Fußball gespielt und das deswegen kamen kaum Torchancen raus. Und zweite Halbzeit will man nach vorne spielen, allerdings ich weiß auch, dass Staaken eine sehr starke Kontermannschaft ist und das haben sie auch bewiesen in zweiter Halbzeit, dass sie 3-4 Riesenchancen haben. Man muss sich auch bei unserem Torwart-Team Bayer bedanken. Das ist so, solche Spiele kannst du auch verlieren. Aber ich denke, am Ende geht dieser 1:1 trotzdem in Ordnung. Elfmeter hin, Elfmeter her, das war ein Elfmeter, das war ein Hand. Unterschied hat gewonnen, wir haben das Tor gemacht. Und alles andere von unserer Seite, Spiel kann nicht glücklich sein, wir müssen mehr machen, aber ich muss ja heute etwas auch mitnehmen. Das heißt, wir haben Zweikampfverhalten viel besseres gezeigt als in Anker oder Malchow oder in Blau-Weiß. Zweikampfverhalten war in Ordnung, das ist wichtig. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man im Abstieg steht, ist man viel unter Druck und da muss man ruhigen Kopf behalten, sachlich bleiben und nach vorne schauen. Immerhin geht das mit 1:1 meiner Meinung nach in Ordnung für beide Mannschaften, obwohl Staaken wirklich weiter wird. Sehr gut
Chancen hatte, aber ich denke, heute haben wir auch das Verlieren auch nicht unbedingt verdient gehabt. Sag ja nochmal, man muss auch mit 1-1 glücklich stehen. Ja. So, gibt es Fragen von den Anwesenden? Da denke ich, dass beide Trainer das ganz gut auf den Punkt gebracht haben. Und ja, ich kann eigentlich nur wünschen, unserem Gästetrainer, Jeffrey Seitz, dass wir in diesem Spiel die Chancen besser bewerten werden und dann sicherlich noch die wichtigen Punkte machen werden. Und wünsche ich, dass über den Kampf wieder auch ein Spiel finden und Torschancen kreieren, dass wir auch wieder Spiele gewinnen werden. In diesem Sinne, allen Beteiligten ein schönes Wochenende. Ich bin einmal.